Ein fröhliches Moin zusammen. Heute startet ein neues Projekt. Und wir schauen uns das Intro an. Legend of Zelda, Majora's Mask. So, ja, wir spielen heute Majora's Mask, eben weil ich es angekündigt habe und ich mich darauf schon freue. Wie man sieht, gibt es statt 3 Speicher nur noch 2 Speicherstände. Und um das Spiel zu spielen, braucht man ein Expansion Pack. Sound und Grafik wurden vom Vorgänger Ocarina of Time übernommen. Manche Soundtracks wurden davon übernommen. Und bevor ich noch weiter Blödsinn laber, fange ich mal an. Ich habe schon einen Spielstand gemacht, weil ich den Part nochmal neu aufnehmen musste. Und das sogar zum zweiten Mal, weil das Netzkabel irgendwie wieder nicht richtig will, und noch dazu hat sich das Spiel resettet, was ich auch irgendwie total unlogisch finde. Und ich versuche es jetzt nochmal. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts einer Legende, dass königliche Familie selbst hütet sie wie ein Schatz. Dieser Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und sie in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welches selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Thank you.
Hehehe, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Oh, was für eine hübsche Katharina. Hey, Horkit, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Tail. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? So, jetzt müssen wir diesen Typen hinterher, der uns die Ocarina geklaut hat. Und ja, warum ich auch diese Woche Majora's Mask anfangen wollte, ist, weil ich diese Woche frei habe. Was allerdings nicht bedeuten wird, dass ich den ganzen Tag Majora's Mask spiele. Denn so wird es nämlich nicht sein. Aber trotzdem werden pro Tag mindestens ein paar Parts aufgenommen. Und hochladen werde ich das dann sowieso, je nachdem, wie schnell die Videos diesmal uploadet sind. Ich glaube nicht, dass es so schnell wieder geht. Es werden natürlich sowieso wieder die übliche Länge von 13 bis 18 Minuten dauern oder länger. Mal schauen. So viele Farben. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Oh, wuhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon, glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Narr!
ist los? Hey, hey, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Schwester! Und tschüss. Hey, hey, Horror Kid, warte auf mich. Ich bin noch hier. Tee, du kannst ohne mich nicht fort. Du, wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deku Junge, tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon. Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeile dich gefälligst. Oh, Tee, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nichts zustößt. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist. Ich, entschuldige mich. Also, nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror Kid gefunden haben. Mein Name ist Taya, also nett, dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke C-Stick nach oben und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. So, es gibt ja einige Neuerungen in diesem Spiel. Und das ist die erste. Hey, wenn ich nach dir rufe, sollst du besser rasch C-Stick nach oben drücken. Ich sehe schon, du hast dich noch nicht an dem Dasein als Deku gewöhnt. Also gut, hör mir zu. Stehst du in deiner jetzigen Form auf einer Deku-Blume, drück und halte A. Auf diese Weise kannst du abtauchen, warte ein paar Sekunden, bevor du A wieder loslässt. Die Blume schleudert dich regelrecht empor. Drücke A, während du schwebst, um zu landen. Hast du das kapiert? Na, wer weiß? Eines noch. Stehst du auf festem Grund und Boden, kannst du mit A eine Wirbelattacke ausführen. Und das ist eine der Neuerungen in dem Spiel. In dieser Gestalt können wir klar in Blumen abtauchen und damit hochfliegen. Aber das ist noch nicht alles. Das finden wir im späteren Verlauf erst raus. Man sieht auch, dass die Steuerung im Vergleich zur Ocarina of Time noch ein bisschen anders ist. Du erhältst eine Deku-Nuss. Drücke B, während du fliegst, um eine Deku-Bombe abzuwerfen. Beim Aufprall zerbirst die Nuss und setzt einen gleißenden Blitz frei, der die Gegner blendet.
So, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Hey du, mach schon, drücke Z und sprich gefälligst mit mir. Na also, siehst du, mit ein wenig guten Willen geht alles. Verliere dich zu einer Person oder einem speziellen Objekt, drücke Z, um sie anzusehen, du kannst mit allen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu schauen. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh das dir an. Huch. Einartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesen Baum sehr ähnlich. Er ist sehr düster und traurig. Als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. So. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Ich bin Besitzer des fröhlichen Mastenladens. Die Suche nach Masten führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust, doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug, alles was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ernstes erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Gut, dann werde ich mal eben den Part beenden. Bis gleich, ciao.